Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Die dritte Corona-Welle, sie ebbt gerade ab. Die Fallzahlen gehen runter, die Todeszahlen gehen runter. Und wir merken es, es ist Sommer und es geht wieder raus. Das heißt, wir haben jetzt schon die dritte Welle der Pandemie hinter uns und da haben einige sehr gelitten. Wer hat sehr stark gelitten? Das ist natürlich die Gastronomie und das ist der Einzelhandel gewesen. Und die müssen jetzt im Sommer, sollte die Situation weiter entspannt bleiben, müssen quasi aufholen. Wer hat aber noch gelitten? Gelitten haben auch wir alle. Wir alle haben gelitten, indem wir halt nicht ins Restaurant konnten, nicht in die Kneipe, nicht mit Freunden treffen, nicht mit Kollegen Kaffee trinken gehen. Das war uns allen verwehrt. Das heißt, wir sollten der Gastro helfen, wir sollten dem Einzelhandel helfen und wir sollten uns helfen. Wir müssen aber auch daran denken, dass wenn wir uns helfen, wenn wir uns sagen, dass wir nicht uns gleich wieder spalten oder es irgendwie falsch machen. Denn wir haben ja die Leute, die jetzt schon geimpft sind und wir haben aber auch viele Leute, die ohne ihren Willen jetzt noch nicht geimpft sind, die sich gerne impfen lassen würden, aber es nicht können. Und das führt natürlich jetzt in ein Problem, welches wir so in der Art noch nicht hatten. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Gruppe von 10 Leuten, 5 sind geimpft, 5 sind nicht geimpft. Was machen Sie denn dann? Sagen Sie dann, ja, ihr 5, die nicht geimpft seid, bleibt zu Hause? Oder sagen Sie, ach komm, ist nicht so schlimm, kommt mit in die Kneipe. Was machen Sie denn, wenn dann jemand krank wird? Also das sind sozusagen Probleme, die wir sehen oder die auf uns zukommen werden. Und wir müssen der Gastronomie helfen, dem Einzelhandel helfen, wir müssen uns helfen und wir müssen dabei solidarisch sein. Und das geht natürlich am besten, wenn wir das draußen machen. Wenn wir es draußen machen, dann ist das Corona-Risiko deutlich kleiner und das bedeutet, wir sollten jetzt die Sondernutzungsgebühren nicht nur aussetzen, sondern wir sollten wirklich grundlegend was an der Sondernutzung für diesen Sommer ändern. Wir sollten für diesen Sommer sagen, nicht nur vor einem Restaurant, nicht nur vor einem Laden, sondern auch links und rechts daneben, auf der anderen Straßenseite, wenn ein Platz in der Nähe ist, auch auf diesem Platz und auf jetzt Parkplätzen für den Sommer, wohlgemerkt, wenn sowieso Ferien sind, können dort Tische und Stühle aufgestellt werden, damit wirklich wieder Umsatz generiert werden kann und damit wirklich viele Leute ihr Essen in einer Gruppe genießen können. Ich war jetzt 15 Monate nicht mehr in meiner Lieblingspizzeria, innen sowieso nicht, aber auch nicht davor, weil da ist einfach kein Platz. So, da kann man nicht davor sitzen und Pizza essen. Und deswegen wäre es schön, wenn die Pizzeria halt ein Stückchen weiter die Tische hinstellen könnte und wir dann sozusagen in diesem Sommer ein Summer of Außen-Gastro-Love erleben, dass die Touristen sagen, boah, Dresden ist so cool, Dresden ist so schön, guck mal, wir können jetzt hier essen, wir können da einen Kaffee trinken und so weiter, dass wir, wenn wir nicht wegfahren, dass wir sozusagen sagen, ja, Sommer 21, aber Corona war echt Mist, aber dieser Sommer, das war wirklich toll. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass wir in diesem Sinne jetzt eine Entscheidung treffen können, den Oberbürgermeister beauftragen, alles in seiner Macht Stehende zu tun, dass das möglich sein wird. Und wenn es dann noch irgendwas vom Stadtrat zu regeln gibt, wird Herr Hilbert das uns bestimmt vorlegen. Wenn er es selber machen kann, umso besser. Lassen wir es diesen Sommer richtig krachen und tun wir uns allen was Gutes. Dankeschön.